gehen wir weiter. Ich darf auf der virtuellen Bühne, ich freue mich sehr, Herr Rosebrock zu begrüßen. Herr Oliver Rosebrock ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Steinbeis Innovationszentrum Energie Plus mit Sitz in Braunschweig. Er ist im Bereich regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren tätig. Der Fokus liegt bei der Konzeptionierung und beim Monitoring energieeffizienter Gebäude und Quartiere in Bezug auf den gesamten Energiebedarf und die damit verbundenen CO2-Emissionen. Zusätzlich ist Herr Rosebrock als Projektingenieur im Büro Energy Design Braunschweig GmbH tätig. Und Herr Rosebrock wird heute uns konkrete Beispiele zeigen, wie man Energie in Nichtwohngebäuden einsparen kann. Herr Rosebrock, ich freue mich sehr, Sie haben das Wort. Ich darf heute Ihnen, wenn auch nur virtuell und nicht direkt vor Ort. Hören Sie mich jetzt? Ja, wir hören Sie sehr gut. Also ich darf Ihnen heute zum Thema Energieeinsparung in Nichtwohngebäuden Projekte vorstellen, um zu zeigen, wo Potenziale liegen zur Einsparung von CO2. Das ist ja das große gesamte Ziel, weshalb wir uns über, neben den Kosten über Energieeinsparungen in den Gebäuden unterhalten. Die Einführungsfolie, wo ich herkomme, kann ich fast überspringen. Das haben wir, Frau Cavalli, schon sehr intensiv dargestellt. Also ich arbeite in einem Konstrukt von relativ vielen unterschiedlichen Ingenieurbüros und Forschungseinrichtungen, die in Braunschweig, Stuttgart, aber auch international vertreten sind, unter der Leitung von Professor Fisch. Und wir beschäftigen uns mit erneuerbaren Energien in Gebäuden, integralen Energiekonzepten. Wir waren beim Thema Energieeinsparungen in Nichtwohngebäuden. Damit wir uns Maßnahmen überlegen können, wie wir Energie einsparen können in Nichtwohngebäuden, müssen wir uns natürlich erstmal darüber Gedanken machen, was für eine Art von Nichtwohngebäuden wir haben. Ich habe hier mal eine Folie mitgebracht, bei denen einfach mal dargestellt wird, wie denn die unterschiedlichen Anteile an Wärme- und Strombedarf vom gesamten Energiebedarf des Gebäudes sind, je nach Nutzung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Arztpraxen haben, dann sind wir im Bereich von 35% des gesamten Energiebedarfs, den wir brauchen für Wärme, und der Rest ist Strom. Wohingegen das bei Krankenhäusern oder Hotels anders aussieht. Das heißt, wir haben eine relativ starke Diversität. Wir haben eben eine nutzungsabhängige nutzungsabhängige Anteile vom Strom- und Wärmebedarf. Wir haben unterschiedliche Bedarfe, die aber auch durch die Ausstattung und Nutzung bestimmt sind. Und deswegen müssen wir uns immer überlegen, okay, welche Maßnahmen passen denn jetzt hier genau zu dem jeweiligen Gebäude beziehungsweise zu der jeweiligen Nutzung des Gebäudes, was können wir da machen? Das heißt, wir müssen tatsächlich Konzepte finden, die entsprechend passen. Ich habe Ihnen für diesen Vortrag drei Beispiele mitgebracht. Einmal ist es ein Bürogebäude in Gelsenkirchen, die Hauptzentrale der Stadtwerke bzw. der Firma Gelsenwasser, die 2004 errichtet wurde. Das heißt, wir haben hier einfach ein Bürogebäude. Dann habe ich Ihnen ein Beispiel einer Schule mitgebracht, die 2015 neu gebaut wurde in Neumarkt in der Oberpfalz in Süddeutschland. Und dann noch das Beispiel vom Universitätscampus in Braunschweig, dort wo auch eben unser Büro ist. Da haben wir ein relativ großes Forschungsprojekt in den letzten 7-8 Jahren gemacht, um eben den Energiebedarf und Energieverbrauch des Campus zu beurteilen, zu bewerten und Maßnahmen zu entwickeln, wie hier am Campus Energie eingespart werden kann. Beginnend mit dem Bürogebäude in Gelsenkirchen sind wir 2004 gestartet. Es ist ein Neubau, beziehungsweise ein Neubau und ein Altbau. Das heißt, wir haben das transparente Haus hier, das ist der Neubau, das weiße Gebäude stand schon. Insgesamt sind es 6.200 Quadratmetern etwa, die das Gebäude an Nutzfläche hat. Wir haben
berechnete Bedarfe, das Thema hatten wir ja schon vorhin bei Herrn Schmidt, von 100 Kilowattstunden auf den Quadratmeter für die Wärme und 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter für die Kälte. Das ganze System funktioniert so, dass wir Wärmepumpen haben. Wir haben für den Warmwasserbedarf und für die Hochtemperaturanwendung noch ein BHKW installiert. Und die Wärmepumpe ist für die Raumheizung zuständig, das heißt für die Fußbodenheizung und für die Heizdecken in dem Neubau. Die Wärmepumpe nutzt insgesamt 36 Erdsonden mit jeweils einer Länge von 150 Metern. Das heißt, wir nutzen das Erdreich aus, um damit zu heizen und auch zu kühlen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Wir nutzen den Erdboden im Winter zum Heizen. Das heißt, wir kühlen den Erdboden aus, kühlen ihn aus über das Jahr. Dann fangen wir an, die Flächenheizsysteme, beziehungsweise Kühlsysteme zu benutzen, um dort erst freizukühlen. Das heißt, wir nutzen keine aktive Kompressionskälte aus, sondern lassen einfach frei die Sonden durchströmen, sodass wir einen Wärmeaustausch mit dem Erdreich haben und dann damit das Gebäude kühlen können. Das heißt, wir transferieren einfach Wärme aus dem Gebäude ins Erdreich zurück. Irgendwann ist das Erdreich aber dann entsprechend, hier ist es schematisch aufgetragen, das ist ungefähr dann hier, zu warm, als dass man noch frei kühlen könnte. Das heißt, dann muss man aktiv kühlen, das heißt noch eine Kompressionskälte dazwischen schalten, was in diesem Fall die Wärmepumpe selbst ist. Das heißt, die Wärmepumpe wird reversibel betrieben, sie kann heizen und kühlen. Und so wird dann auch über den Sommer hinweg dauerhaft die Kühlleistung gewährleistet. Durch diese freie Kühlung lässt sich relativ viel Energie einsparen, das zeige ich Ihnen gleich noch, und durch die im Winter zur Verfügung. Ich habe Ihnen hier mal die Ergebnisse mitgebracht aus dem Jahr 2018. Das heißt, in Rot sieht man monatlich, wie viel Wärme wurde gebraucht. Im dunklen Blau sieht man, wie viel Wärme, wie viel Kälte wurde gebraucht, und zwar wie viel wurde über freie Kälte bereitgestellt und wie viel musste aktiv gekühlt werden. Und man sieht, dass eben in den Sommermonaten die aktive Kälte hoch ist, während die freie Kälte eben kaum noch zur Verfügung steht. Dadurch, dass man eine relativ große Diversität hat in den Räumen, zum Beispiel Serverräume etc., wo sind auch noch Kältebedarfe da, die freigekühlt werden können im Winter. Insgesamt waren es in dem Jahr 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für die Care. Die Kälte waren aber insgesamt 114 und von der Folie 5 deutlich mehr ist. Das hatte ja auch schon Herr Schmidt gezeigt, dass der Kältebedarf unterschätzt wird in den Berechnungen im Vorfeld. Was wir aber geschafft haben in dem Gebäude, ist, dass wir von den 114 Kilowattstunden 52% freie Kälte hatten. Das heißt, wir mussten nur Pumpen betreiben und mussten nicht aktiv noch kühlen. Das heißt, keine Kompressionskältemaschine betreiben. Die restlichen 48% mussten dann aktiv gekühlt werden. Was das bedeutet, auch energetisch und kostenseitig, das zeige ich Ihnen jetzt, für die Wärme. Bei der Wärme hatten wir im Schnitt eine Arbeitszahl von der Wärmepumpe von 2,7, relativ schwach für eine Erdreich-Wärmepumpe, aber eben, ja, das Gebäude ist von 2004, entsprechend ist es auch ein relativ altes Gerät. Heutzutage wären eben ja 4 oder 4,5 realistisch. Aber hier gemessen hatten wir 2,7. Heißt, wir haben 43 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Strombedarf für die Raumheizung. Fürs Kühlen konnten wir, ja wie gesagt, 52% freikühlen. Bei der freien Kühlung haben wir ungefähr eine Arbeitszahl von 20, weil wir eben nur die Pumpen betreiben müssen, um das Erdreich zu durchströmen und die Wärme auszutauschen mit dem Gebäude. Heißt, 3 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für den Strom. Für die aktive Kühlung, das heißt die reversible Wärmepumpe als Kompressionskältemaschine betrieben,
hatten wir eine Arbeitszeit von 2,5 und kommen so auf 21 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt, man sieht hier auch relativ, man sieht hier auch diesen starken Unterschied von den 21 zu den 7 durch die Unterschiede in der Arbeitszahl, dadurch, dass eben die Kompressionskältemaschine aktiv betrieben werden muss. Wenn ich mir das jetzt angucke, ich habe die Strompreise aus Bulgarien jetzt nicht im Kopf, aber man sieht eben hier deutliche Unterschiede, zum einen, was die Kosten angeht oder was die zu erwartbaren Kosten angeht, aber auch zum anderen, was die CO2-Emissionen, Fokus des Vortrags, angeht. Hier habe ich immer dargestellt, so viel CO2 haben wir in diesem Gebäude emittiert durch die Wärme- und Kälteversorgung. Das heißt, dieser Anteil ist eben, das sind die 43 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Strombedarf für die Wärme. Und das hier ist eben der Anteil für die Kälte, sowohl für die freie Kühlung als auch für die aktive Kühlung. Wenn man das vergleicht mit einer, ich sag mal, konventionellen Anlagentechnik, das heißt, wir würden einfach einen Gaskessel zur Wärmeversorgung verbauen und eine Kompressionskältemaschine, um das Gebäude zu kühlen, haben wir eine Ersparnis von 36% an CO2-Emissionen. Das heißt, wir haben eine relativ große Einsparung, einfach dadurch, dass wir sinnvoll das Erdreich nutzen in Kombination mit Niedertemperatur, Wärme oder Heiz- und Kühlsystemen und so eben einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Als zweites habe ich Ihnen mal ein Beispiel von der Schule mitgebracht. Die Schule war ursprünglich gedacht, dass es eine Energie-Plus-Schule wird, wurde es nicht, aber dazu komme ich später. Das Ganze ist eine Schule im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, vierstöckiges Gebäude für insgesamt 1400 Schüler und wir haben insgesamt ungefähr 11.500 Quadratmeter Nettogeschossfläche. Zusätzlich zu dem Schulgebäude selbst wurde noch eine Turnhalle errichtet. Das kann man hier sehen. Man sieht sowohl das Schulgebäude als auch die Turnhalle. Beides wurde mit Photovoltaik ausgestattet. Und die Schule ging im Jahreswechsel 2015-16 in Betrieb. Wie sieht die Wärmeversorgung aus? Nicht erschrecken, ist relativ unübersichtlich oder sieht kompliziert aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Wir haben zwei Wärmepumpen. Installiert und einen Gaskessel. Die Wärmepumpen hängen an Energiefehlen und an der Agrothermie und damit wird eben die Wärme- und Stromversorgung gewährleistet. Auf der anderen Seite haben wir für die Stromversorgung Photovoltaikanlagen auf dem Schuldach und auf dem Turnhallendach und ansonsten Netzanschluss. Und jetzt würde ich ganz gerne noch schnell zu den Ergebnissen kommen. Es tut mir leid, die Folien springen nicht so wie gewollt. Genau, wir sehen, dass wir 3/4 der Wärme über die Wärmepumpen erzeugt bekommen. 1/4 muss der Gaskessel machen. Auf der Stromseite sieht es so aus, insgesamt sieht es so aus, dass wir in der Energiebilanz das an Verbrauch haben. Das hier haben wir in Erzeugung, das heißt, 2/3 ungefähr dessen, was wir verbrauchen, können wir auch selbst erzeugen. Ein bisschen was fehlt, liegt einfach daran, dass ursprünglicherweise noch eine Photovoltaikanlage geplant war, die größer war. Hier kann man das nochmal deutlich sehen. Wir haben das hier erzeugen wir, das hier bis da oben hin verbrauchen wir. Und die Differenz dazwischen ist eine Photovoltaikanlage, die eigentlich noch hätte kommen sollen, aber damals in der Planung dann aus Kostengründen wegfiel. Das heißt, wir hätten in dem Fall eine Energie-Plus-Schule geschafft. Und um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, hier ist noch die CO2-Bilanz dazu, möchte ich noch bitte den Campus darstellen. Das heißt, wir hatten ein Projekt von 2012 bis 2018 hier am Unicampus.
mit dem Ziel, Primärenergie um 40% zu senken und bis 2035 eigentlich einen klimaneutralen Campus zu schaffen. Dazu wurde das Projekt in zwei Phasen eingeteilt. Eventuell kommt noch eine dritte Phase. In der ersten Phase wurde ein Masterplan entwickelt und dann wurden in der zweiten Phase auch schon Maßnahmen umgesetzt. In der dritten Phase sollen im Optimalfall soll das Monitoring folgen, aber das ist noch in der Genehmigung des Antrags. Zu den Randbedingungen. Wir haben insgesamt 6 Fakultäten mit 120 Instituten, 3.500 Mitarbeiter und knapp 20.000 Studenten, haben aber auch 200 Gebäude am Campus, von denen 80% über 40 Jahre alt sind. Insgesamt 400.000 Quadratmeter, 106 Kilowattstunden Wärmebedarf auf dem Quadratmeter, 87 Kilowattstunden Strombedarf auf dem Quadratmeter und ungefähr 11 Millionen Euro pro Jahr an Energiekosten. Das heißt, da ist natürlich ein relativ großer Posten insgesamt an Jahreskosten, aber eben auch ein riesen Einsparpotenzial da. Da wir nicht so viel Zeit haben, versuche ich das Ganze mal relativ knapp darzustellen. Wir haben extrem viele Varianten untersucht. Was können wir machen an dem Campus? Was sind Optionen? Wie können wir eben die 40% Primärenergie einsparen? Wie können wir entsprechend CO2 einsparen? Wie können wir auch dabei Kosten einsparen? Und dabei haben wir viele Maßnahmen untersucht. Das eine war, dass wir untersucht haben, was würde passieren, wenn wir alle Gebäude entsprechend sanieren? Wir hätten Investitionskosten in dem Fall von ungefähr 120 Millionen Euro, würden 8% nur an Primärenergie einsparen, also vergleichsweise wenig, aber hätten auch über 20 Jahre Amortisationszeit. Wenn wir uns andere Maßnahmen angucken, wie zum Beispiel den Austausch der Beleuchtung, sind es verglichen nur noch 2,6 Millionen Euro an Investitionen und die Maßnahme hat sich nach 3 Jahren amortisiert. Also viel, viel schneller bei dem gleichen primärenergetischen Effekt. Das ist das, was ich von Anfang an sagte. Entscheidend ist die Art der Nutzung und die Art der Ausstattung des Gebäudes, um entsprechend die Maßnahmen bewerten zu können. Gucken wir uns die Ausstattung selbst an. Heißt, wir schauen uns an, was haben wir an Geräten da. Teilweise waren eben extrem viele alte Kühlschränke da oder Tiefkühlmöglichkeiten in den Laboren. Heißt, Austausch von diesen Ausstattungen waren ungefähr 1 Million Euro, 5 Jahre Amortisationszeit, 3% Einsparung. Ein viel, 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 viel größerer Posten noch und auch da kann ich nur Herrn Schmidt beipflichten, wo es ums Monitoring geht. Wenn wir den Betrieb optimieren, das heißt, wir gehen uns jeden Mal durch die Gebäude hier am Campus, gucken uns die Anlagen an. Wie laufen die denn? Laufen die Anlagen, wie sie eigentlich laufen können? Können wir da einsparen? Also müssen teilweise liefen Lüftungsanlagen in den Büros 24 Stunden, 7 Tage die Woche durch, obwohl eben niemand vor Ort war, etc. Waren das 14% Primärenergie bei 4 Millionen Euro und nur 2,5 Jahren Amortisationszeit? Die Installation von Photovoltaik waren ungefähr 10 Jahre Amortisationszeit bei 5 Millionen Euro und 6% Primärenergie. Dann noch das Thema, was auch immer noch eine Option ist, ist das Thema bei großen Liegenschaften, das Thema Flächeneffizienz. Hier stehen an so großen Liegenschaften wie der Universität stehen natürlich auch Räume leer. Räume werden nicht optimal genutzt. So lässt sich auch relativ durch die Zusammenlegung und effiziente Grundrisse würden sich eben auch entsprechend Einsparungen ergeben. Als letztes, das überspringe ich noch, die Installation von der BHKW, was das bringen würde. Da können Sie sich ja in Ruhe nochmal anschauen. Und ein anderer wichtiger Punkt, der auch nicht viel kostet, ist das Thema Nutzerinformation. Hier am Campus in Braunschweig gab es relativ große Kampagnen dazu. Was bedeutet das? Es gab eine CO2-Challenge, das heißt, einzelne Institute bzw. Gebäude traten gegeneinander an und die Sieger wurden eben prämiert. So gab es auch noch einen Anreiz dazu, dass die Mitarbeiter ihre PCs ausschalten, wenn sie nicht vor Ort sind, etc. Und auch damit ließen sich nachgewiesen tatsächlich 8% Primärenergie bisher einsparen. Alles in allem
wenn man das jetzt zusammenfasst, nur diese Maßnahmen, können wir relativ schnell auf 40% Primärenergieeinsparung, das ist machbar, das Ganze mit nur 13 Millionen Euro Investition. Bei 400.000 Quadratmetern kann man sich die Investition auf den Quadratmeter eben entsprechend ausrechnen. Das Ganze lässt sich in unter 10 Jahren amortisieren. Heißt, das Ganze eben, wie gesagt, immer ganzheitlich betrachten, immer anschauen, was habe ich für eine Nutzung, was habe ich für eine Ausstattung, was will ich erreichen. Das heißt, es gibt nicht ein, ich sag mal, Kochrezept, das immer funktioniert. Aber damit komme ich zum Schluss. Wie gesagt, es bestehen viele Optionen, wie energieeffiziente Maßnahmen implementiert werden können, von der Gebäudehülle über die Technik vor Ort, über die Integration von erneuerbaren Energien, über, ich sag mal, Soft Keys, wie Nutzerinformationen. In fast allen Fällen rechnen die sich sowohl ökologisch als auch ökonomisch, aber man muss eben die einzelnen Gebäude, jedes Gebäude für sich betrachten und im Sinne der Klimaziele müssen wir einfach jetzt auch handeln und nicht nur darüber Konzeptstudien machen und überlegen, was wir tun können, sondern wir müssen es einfach auch machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Entschuldigen Sie bitte die technischen Probleme, die sich hier gerade ergeben haben. Es lief bis zu meinem Vortrag komplett rund und jetzt hat die Internetverbindung rumgezickt. Entschuldigen. Vielen Dank. Genau, vielen Dank, Herr Rosebrock, für diesen sehr interessanten Vortrag. Sie haben ganz gute Beispiele gezeigt, wie gerade in Deutschland, also welche Projekte in Deutschland gerade umgesetzt werden. Ich habe tatsächlich einen Daumenuck von einem Herrn gesehen. Ich würde dem Herrn darum bitten, sein Audio einzuschalten, damit er die Frage live stellen kann. Das ist Herr Ratschew, ja? Herr Ratschew, bitte. Die Frage jetzt. Stellen auf Bulgarisch. Wir suchen einen Partner für Hybridsysteme mit individuellen Wärmepumpen für jede Wohnung in Mehrfamilienhäusern. Und wir möchten gerne ein Projekt mit kombinierte Wärme aus der Fernwärme und aus lokalen Quellen. Wir suchen Partner für ein solches Projekt. Ich habe meine E-Mail-Adresse geschrieben und ich möchte dann mit Herrn Rosebrock näher in Kontakt kommen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Nachricht sozusagen, beziehungsweise auch für Ihre Interessensbekundung. Es war ja jetzt keine direkte Frage sozusagen über die über den Vortrag von Herrn Rosebrock, aber also Herr Rosebrock, ich denke, Sie steht ja auch gerne zur Verfügung im Nachhinein und Sie können sich gerne auch diesbezüglich austauschen. Herr Rosebrock, wir werden den Kontakt herstellen danach, so dass Sie auch die Visitenkarte bekommen und auch er bekommt auch Ihre, so dass Sie sich später in Verbindung setzen können. Perfekt. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie reagiert haben und auch übers Handy wieder eine Internetverbindung hergestellt haben, um den Vortrag. Kurz eine Frage, beziehungsweise es gab eine Frage vorhin. Zur Messtechnik, die Überwachung von Gebäuden, die ist sehr wichtig, um diese Effizienzpotenziale überhaupt auch zu identifizieren. Das hat Herr Rosebrock sehr schön eben auch genannt. Wir haben in Deutschland dafür auch Forschungsgelder. Es reicht natürlich nicht aus, alleine nur Zähler irgendwo einzubauen. Die sind natürlich elementar Voraussetzungen, sondern wir brauchen auch immer vor Ort Personen, die das jeweils auch zeitlich auswerten. Also Sie müssen die Zeit dazu haben, auch genauer hinzugucken. Die normalen Facility Manager haben damit ein Problem. Deswegen die Frage vorhin war sehr entscheidend, gerade auch für bulgarische Verhältnisse. Wir sehen das in Deutschland auch. Und wir haben auch in Deutschland ein riesiges Defizit in Bezug auf die Evaluierung von diesen Effizienzpotenzialen und gegebenenfalls daraus auch eine Optimierung
durch den Austausch von bestimmten Systemen. Und gerne stehe ich da auch zur Verfügung, denn die Sachen sind auch gerade in Deutschland teilweise zu teuer. Vielleicht gibt es da mit dem Angebot, was wir vorhin hatten, auch in der Kooperation mit Bulgarien eine Chance, dass man halt da auch bilateral in Verbindung treten kann. Genau, ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt. Genau, also ich denke, da auch im Nachhinein werden Sie sicherlich noch Ihre Kontakte auch herstellen und das Interesse von dem bulgarischen Zielpublikum nochmal sich zeigen wird im Nachhinein. Wie gesagt, die Präsentationen werden auch hochgeladen, sodass auch die Kontaktdaten zur Verfügung stehen.